Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen über die Kommunikation reden darf. Vorher allerdings noch mal ein ganz kurzer Rückgriff auf das Thema gestern. Wir hatten gestern die Fragestellung der Tornados, wie sie sich denn in Deutschland entwickelt haben. Und da habe ich Ihnen noch mal diese Grafik schnell rausgesucht aus einem anderen Vortrag. Das sind die Tornados von 1500 bis 1600. Das waren relativ wenige Beobachtungsdaten. Und dann sieht man, hier hinten wird es ein bisschen mehr und dann springt es plötzlich an. So ab dem Jahre 2000 schießt dann die Entwicklung der Tornado-Beobachtungen deutlich nach oben. Und dazu einmal die Korrelation von der Bundesnetzagentur mit den Mobiltelefonen. Das ist die rote Linie. Und da sehen Sie, da wurde im Jahre 1500 relativ wenig telefoniert. Und hier sieht man plötzlich alle Mobiltelefone mit Fotofunktionen. Und nun kann man das, zweierlei Deutungen sind da natürlich möglich. Einerseits ist es möglich, wenn mehr Tornados auftreten, dann neigt eine Gesellschaft dazu, mehr zu telefonieren. Oder umgekehrt können Sie daraus schließen, wenn Mobiltelefone eingeführt werden in einer Gesellschaft, nehmen die Tornados zu. Beides ist also gleichermaßen plausibel jetzt darstellbar. Ich wollte das nur mal ganz kurz, dass Sie diese Zahl noch mal im Rückblick sehen, als Analogie zu gestern. Jetzt geht es um das Thema Klimakommunikation und ich kann Ihnen gleich sagen, ich bin mit diesem Begriff eigentlich total unglücklich. Was ist denn eigentlich Klimakommunikation? Haben Sie jemals von dem Wort Autokommunikation oder Brötchenkommunikation oder Limonadenkommunikation gehört? Nee, irgendwie nicht. Und es gibt solche Begrifflichkeiten in anderen Bereichen ausgesprochen selten. Hier haben wir aber so einen Begriff geschaffen und das ist so ein komischer Kunstbegriff. Und meine Firma hat auch noch diesen Namen und deshalb bin ich natürlich doppelt unglücklich. Aber ich versuche mich dann immer ein bisschen zu nähern und zu sagen, es ist eigentlich Bildungsarbeit im Bereich Klima mit verschiedenen Instrumenten. Das ist eigentlich das, was wir unter Klimakommunikation bei uns im Institut verstehen. Und dazu gehören Veranstaltungen dazu, verschiedene Zielgruppen, die miteinander interagieren. Es gehören Publikationen dazu und die Medienarbeit. Alle Bereiche werde ich, und noch viele andere mehr, alle Bereiche werde ich jetzt überhaupt gar nicht erschöpfend Ihnen mal in diesem Durchgang beleuchten können. Ich werde mich jetzt einmal konzentrieren auf diese Medienarbeit. Also sehen Sie mir nach, in einer halben Stunde bleiben jetzt noch einige Themen offen. Einige möchte ich Ihnen aber jetzt noch mal präsentieren. Als allererstes werden wir einmal über Paris reden müssen. Dann über das Thema Vorurteile und im Mittelteil einmal über Themen und Timing, über die Sprache, die verwendet wird. Über das Wort Klimawandel möchte ich auch gerne noch mal kurz philosophieren. Und zum Ende nochmal das Thema 1961-90 mit Ihnen beleuchten und das Thema Eskalation. Sie sehen, es wird also zum Ende hin deutlich spannender. Also es lohnt sich am Anfang ein bisschen durchzuhalten. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit hinkomme. 1:30, das treffe ich ganz gut im Fernsehen. 30 Minuten treffe ich eigentlich nie. Also wir gucken mal, ob das so einigermaßen passt. Paris. Paris ist ein Kommunikationsproblem. Warum, möchte ich Ihnen gerne erläutern. Paris ist ein positives Ergebnis gewesen nach langer, mühevoller Arbeit. Seit 1990 wurde verhandelt. In dieser Zeit sind die CO2-Emissionen um 60% gestiegen. Alle müssten eigentlich traurige Gesichter machen. Jetzt gibt es einen Vertrag. Und die Medien da draußen haben so irgendwie das Gefühl, das Problem ist jetzt gelöst. Der Klimawandel wird sich schon an diese Vereinbarung halten. Da wird er natürlich nicht. Aber die Wahrnehmung in den Medien ist so ein bisschen so. Das Thema ist doch jetzt eigentlich vom Tisch. Umso wichtiger ist eigentlich die Aufgabenstellung, wie bringe ich denn die Themen, die so bedeutsam sind, um dieses Problem tatsächlich nachhaltig zu lösen in die Gesellschaft. Darüber müssen wir intensiv nachdenken. Insofern ist dieses hier sozusagen ein sehr positives Bild. Übrigens auch ein kleines Kommunikationsproblem, weil die passen in das Format 4:3 gar nicht mehr rein. Sie haben das gesehen. Das können Sie nur noch in 16:9 darstellen oder sozusagen in tageszeitungsmäßig einmal komplett rüber. Also auch das ist Kommunikation, nicht? Also die alle ein bisschen zusammenzuhalten wäre viel besser gewesen. Aber Sie haben natürlich nicht so viele in der ersten Reihe. Nicht? Und Präsidenten stehen einfach alle gerne in der ersten Reihe. Und ich vermute stark, bei der nächsten Konferenz wird es überhaupt noch ein Bild geben, wo sie alle nebeneinander stehen. Und auch im Kreis, weil keiner außen sein möchte. Also das wird ein interessantes Foto. Es gibt viele Vorurteile, die ich gerne beleuchten möchte. Zwei Welten treffen bei der Klimakommunikation nämlich ganz besonders häufig aufeinander. Und an denen werde ich mich heute so ein bisschen abarbeiten. Das ist auf der einen Seite der Herr Schmidt. Sie kennen ihn möglicherweise, ist ein typischer, klassifizierter Journalist, der sein Publikum begrüßt und in den Medien unterwegs ist. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind die Wissenschaftler. Und die haben manchmal schon durch ihren Namen sozusagen natürlich irgendwie häufig auch längere Namen und haben einen Professor davor und so, sind ja schon mal so ein bisschen anders konstituiert. So, und der Journalist geht also nun ran und sagt, würden Sie mal eine Frage beantworten? Für den Wissenschaftler kommt die erste Redaktion erstmal eigentlich, vielleicht, ich weiß es gar nicht so genau, soll ich mit dem eigentlich reden? Und da gibt es nämlich eine Menge Vorurteile. Die Journalisten sagen häufig,
ich bin ja in beiden Welten unterwegs, deshalb darf ich das auch für beide Seiten so ein bisschen mal sagen. Wissenschaftler reden eher kompliziert, ist die Meinung der Journalisten. Und klare Aussagen sind schwer zu bekommen. Auf der anderen Seite sagt der ein oder andere Wissenschaftler, mag das vielleicht so formulieren, Journalisten geben die Inhalte und Zitate häufig falsch wieder. Und die richtig wichtigen Themen, also die mir als Wissenschaftler wichtig sind, die bringen die gar nicht. Das ist auch bedauerlich für mich als Wissenschaftler. Also da gibt es sozusagen so einen Konflikt. Und es hat ganz viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und deshalb hier nochmal so ein Blick auf die Glaubwürdigkeit. Von 100% Glaubwürdigkeit sind zu vergeben 5% für das private Fernsehen. Dem glaubt man eigentlich nicht so richtig. 5% fürs private Hörfunkprogramm. Das Internet hat 6%, ist auch nicht viel doller in der Glaubwürdigkeit. Öffentlich-rechtliche Hörfunkprogramme liegen immerhin schon mal bei 14%. Öffentlich-rechtliches Fernsehen bei 26%. Und die Zeitungen genießen in Deutschland immer noch die größte Glaubwürdigkeit. Das gedruckte Papier von Journalisten, etwas länger bearbeitet. Die haben auch noch mal einen Tag Zeit. Da wird nicht so schnell geschossen. Also da kann man schon ein bisschen mehr Vertrauen hineinbringen. Aber wie ist es mit dem Vertrauen gegenüber dem anderen? Wenn vor Ihnen ein Feuerwehrmann steht und der sagt Ihnen etwas Wichtiges, dann vertrauen Sie ihm zu 95%. Die haben eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Die Versicherungsvertreter leiden unter diesem Image ein bisschen, denen glauben sie nicht so richtig. Gerade mal 12%. Und jetzt kommt ja der spannende Bereich, Journalisten 47%. Professoren genießen eine hohe Glaubwürdigkeit. Und das ist auch der Grund, warum Journalisten Professoren befragen. Weil ich nämlich der Antwort vertraue als Journalist. Andersherum ist es allerdings so, ich sage besser nichts, ich weiß ja nicht, ob ich ihnen vertrauen kann. Hier gibt es nämlich eine Diskrepanz. Und die muss man irgendwie verstehen, von beiden Seiten. Und ich kann Ihnen mal zeigen, dass diese Medien, die manchmal große Bilder machen, durchaus sehr erfolgreich sind. Hier unten aufgetragen einmal die Auflage in 100.000 und hier nach oben die Facebook-Links, also die Facebook-Likes, also die Beliebtheit im Internet, die das so ein bisschen widerspiegelt. Das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die liegt ungefähr hier. Das ist die Süddeutsche Zeitung, die ist sozusagen im Internet noch ein bisschen erfolgreicher, aber auch in der Printauflage, die Welt noch ein bisschen erfolgreicher. Und ganz da hinten, da oben ist die Bild-Zeitung. Und jetzt schauen Sie sich mal das Vertrauen an, das diesen Zeitungen gegenübergebracht wird. 71% Vertrauensindex von 100 bei der Frankfurter Allgemeinen. Es sind bei der Süddeutschen Zeitung 68 und 66 bei der Welt. Diesen Zeitungen vertraut man. Der Bild-Zeitung gerade mal zu 30%. Aber die ist unglaublich erfolgreich. Das ist ja irgendwie eine seltsame Diskrepanz. Und nun sagt natürlich jemand von der Bild-Zeitung, die Bild-Zeitung wird von mehr Akademikern gelesen als die FAZ. Das ist tatsächlich so. Die Wissenschaftler sagen aber von noch mehr Nicht-Akademikern. Aber ich sage Ihnen, genau die wollen wir eigentlich erreichen, die Nicht-Akademiker. Da ist das bildungsferne Publikum. Da sind die, die eigentlich das Wissen gerade ganz besonders nötig haben. Deshalb muss man manchmal Informationen gut verpacken, um vielleicht auch in kleiner Dosis immer wieder mal kleine Informationen dorthin zu bringen. Und vielleicht muss man dann auch mal Elemente herausnehmen, die aber diese Zielgruppe erreichen und verstehen. Nicht unglaublich episch lang mit vielen, vielen Informationen, sondern kleine Happen. Das ist eine andere Form der Kommunikation, als wie Sie es hier haben. Aber die wissen meistens schon, diese Leser wissen meistens schon viel, viel mehr. Die brauchen wir gar nicht unbedingt, aber wir müssen den Mut haben, mit der Bild-Zeitung zu reden. Deshalb taucht die jetzt gleich noch häufiger mal auf. Erfolg im Internet, Glaubwürdigkeit auf dieser Seite versus Facebook-Likes, der Spiegel im Internet, relativ gut erfolgreich und auch ein hohes Ansehen. Das ist ein Beispiel dafür, dass hohe Qualität auch eine große positive Resonanz finden kann. Der Fokus ist nicht ganz so anerkannt, aber auch erfolgreich, noch erfolgreicher in den Facebook-Likes, noch erfolgreicher ist der Stern und die Bunte ist noch viel erfolgreicher, aber hat wiederum sozusagen wenig Reputation. Und das liegt einfach daran, überlegen Sie es mal selbst, wie Sie es machen. Wenn Sie auf so einer Webseite unterwegs sind und da steht, klicken Sie hier und Sie sehen die 10 unglaublichsten Blödheiten, ja, dann ist man schon mal, na gut, die 3 Minuten, das gucke ich mir nochmal an. Ja? Also so blöd kann ja keiner, das gucke ich mir nochmal an. So, aber schon haben Sie wieder 3 Minuten Nutzerdauer für nicht besonders sinngebende Informationen verschenkt. Das ist dann pure Unterhaltung. Aber deshalb sind diese hier so erfolgreich. Weil eben Information eigentlich schwere Kost ist. Deshalb meine Empfehlung, etwas mehr Infotainment wagen. Und im Internet entscheiden sich die Leser eben viel häufiger für diese leichte Kost. Und die ist immer nur ein Klick entfernt. Da steht dann eine wichtige Information, die eigentlich gesellschaftlich hochrelevant ist. Neben irgendeiner wilden Geschichte, ja, picken Sie hier mal an der Made und Sie ziehen sie raus und dann entsteht da plötzlich eine Vogelspinne.
Das macht neugierig, nicht? Da würde man doch nochmal, also einmal gucke ich da kurz drauf und schon, ja, dann bin ich auch schon wieder weg und dann ist der eigentliche Artikel auch eher schwere Kost, den muss ich ja lesen, das ist ja viel mühsamer. Also da entscheidet man sehr schnell und das macht die Sache eigentlich eher schlimmer. Das ist das große Problem. Dann haben Sie manchmal in der Bild-Zeitung solche Geschichten. Wie konnte dieser Monster-Hurricane eigentlich entstehen? Das Grundprinzip einer Bild-Zeitung. Ich hatte das Vergnügen vor einiger Zeit, im letzten Jahr in der Bild-Zeitungsredaktion in Berlin zu sein. Ich durfte eine Blattrezension machen. Das funktioniert so, dass man morgens die Bild-Zeitung bekommt, dann liest man sich die durch und dann kommt diese riesige Konferenz. Da sind alle Redaktionen zugeschaltet aus ganz Deutschland. Und dann hat man sozusagen als jemand, der nicht Bild-Zeitungsproduzent ist, sondern einfach nur mal Leser ist, die Möglichkeit zu sagen, was man in dieser Ausgabe nicht besonders gut fand. Da konnte ich also richtig mal vor versammelter Redaktion mal sagen, was ich da nicht so alles gut dran fand. Da waren so ein paar Sachen dabei. Aber die hören dann auch zu und schreiben auch mit, ob sie es dann verwenden oder so, weiß man nicht. Aber ein wesentlicher Leitfaden bei der Bild-Zeitung ist, alle Headlines, die Sie dort sehen, jede Headline, muss ersetzbar sein durch den Satz, das gibt es ja gar nicht. Sie blättern das auf und dann steht da irgendein Satz. Und wenn Sie den ersetzen können durch das gibt es ja gar nicht, dann hat der Redakteur eine gute Arbeit gemacht. Das ist nämlich jetzt sein Job. Und das ist so eine Headline. Wie konnte dieser Monster-Hurricane entstehen? Das ist ein Bild Anfang Januar aufgenommen. Es war ein kleiner Hurricane, wirklich ein Einser-Hurricane auf dem Atlantik. Hat man irgendwie häufig, es war etwas spät im Jahr, die Saison war eigentlich schon fast zu Ende. Der hat nicht mal ein Auge gebildet, also richtig schwach war der gar nicht. Also von einem Monster-Hurricane kann man überhaupt gar nicht reden. So, das, was sozusagen die Meteorologen sich dann fragen, ist, wie konnte diese Headline entstehen? Ja, aus dem einzigen Grund, weil es eine Headline ist, die ersetzbar ist durch das. Gibt es ja gar nicht. Weil sonst hätte er den Artikel nicht bringen können. Ja, mit einer kleinen Headline, normaler, aber etwas verspäteter Hurricane zieht über den Atlantik. Ja, dann hätten Sie es aber nicht gelesen und nicht draufgeklickt. Also deshalb wird das manchmal eben so nach oben eskaliert. Dieses Bild, Schneekatastrophe 78, 79, übrigens auch ein 100-jähriges Ereignis. Kommt auch nur alle 100 Jahre mal vor. Ich hatte damals das Glück, da bin ich zum Meteorologen geworden bei diesem Ereignis. Und ich hatte das ganz große Glück, dass im Januar dieses Ereignis kam. Dann war in den Medien, in der Tagesschau wurde berichtet, es ist ein Ereignis, das nur alle 100 Jahre auftritt. Und ich saß für Sie im Fernseher und war tief traurig, weil die Schule nämlich 3 Tage ausgefallen ist. Und mir war klar, das nächste Ereignis werde ich in der Schulzeit nicht mehr erleben. Also es war damals meine Hoffnung. Also so. Aber, und so viel dann zu 100-jährigen Ereignissen. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass das eine Jahrhundert gerade zu Ende ging. Und 4 Wochen später begann das nächste Jahrhundert. Das kann man nämlich haben. Da kam nämlich die Schneekatastrophe gleich nochmal. Warum ist das so? Weil das Wetter ein Wiederholungstäter ist. Eine Wetterlage, die sich einmal eingespielt hat, schwingt ein bisschen und kommt möglicherweise noch einmal. Und deshalb, wenn so ein großes Hochwasser kommt, dann muss man immer die Wetterlage besonders im Blick haben. Es könnte sich in ähnlicher Weise einige Wochen später nochmal wiederholen. So ein Bild ist eigentlich schon, das ist die A7 üblicherweise in Norddeutschland eigentlich immer. Jetzt mal ein bisschen mit Schnee dazu, aber das steht man eigentlich immer. Hier war also nun besonders viel Schnee. Das war für den Stern noch nicht ganz ausreichend. Und der Stern hat folgende Titelseite gemacht. Jetzt achten Sie mal auf diese Titelseite. Das war der Stern damals, die Titelseite. Ich habe es mal direkt übereinander gelegt. Sehen Sie, dass da jetzt noch plötzlich Leute drin sind? Wenn das ein Redakteur heute machen würde, der würde öffentlich und vom Internet, der würde verjagt werden aus der Redaktion, der wäre seinen Job los, so schnell kann der gar nicht in der Redaktion sich umschauen. Also da würde ein Shitstorm losbrechen. Damals war die Kommunikation ein bisschen langsamer und es hat bis zum Zeit des Internetalters gedauert, bis ich diese beiden Fotos gefunden habe. Tatsächlich hat der Fotograf, der das gemacht hat, Grieser heißt er, glaube ich, hat dieses Foto gemacht, wo die beiden auf einer großen Schneelandschaft völlig alleine, irgendwo drumherum war gar nichts. Und die haben das einfach ineinander kopiert. Weil es natürlich viel spektakulärer ist, Emotionen zeigen, dass da jemand wirklich um Hilfe ruft. Ja, also da wäre dieses Bild ja irgendwie langweilig. Die haben auch keine Fußstapfen hier. Achten Sie mal, die sind da hingeflogen. Die sind nicht mal durch den Schnee gelaufen, die sind einfach hingeschwärmt. So. Aber auch da, das gibt es ja gar nicht, die Schlagzeile, man muss es medial ein bisschen aufmachen. Wir müssen den Zuschauern die Dramatik klar machen, die Situation ist. Und deshalb müssen Leute da irgendwie auch um Hilfe rufen. Und das ist natürlich ein Zwiespalt, da wird Information verändert. So. Und natürlich, uns, ja, die wir uns mit Fakten auseinandersetzen, fällt das schwer, diesen Gedankengang überhaupt zu verstehen. Wir finden das völlig irrational. Natürlich ist das aus unserer Sicht immer ein Wahnsinn. Aber aus journalistischer Sicht ist das immer ein Gedankengang, der da kommt. Thema und Timing, ganz wichtig bei der Klimakommunikation. Journalisten entscheiden nach Relevanz, nach Material gibt es Bilder und Text. Sie entscheiden nach Aktualität. Ein guter Kontext, ein Element, eine Information, die in einen guten Rahmen passt, wird gerne genommen.
Neue Erkenntnis ist immer ganz hervorragend, wenn man die hat. Am besten bringen wir die erste Meldung und wenn das Medium dann auch noch erfolgreicher ist gegenüber den Wettbewerbern, dann haben Sie eine gute Chance, dass Ihre Geschichte gebracht wird. Das können Sie fotografieren, ich würde sie sonst aber auch nochmal ins Netz stellen. Dann gibt es hier die Motivation für die Wissenschaft. Die Wissenschaftler haben eher die Motivation, eine unbeantwortete Frage zu beantworten. Also da ist das Schema, das Beuteschema sozusagen eigentlich ein ganz anderes und ziemlich klar formuliert. Ich war letzte Woche bei Klaus Bachmann. In der August-Ausgabe wird es einen großen Beitrag geben zum Thema Wettervorhersagen und Validierung der Vorhersagen. Sind die eigentlich besser geworden oder nicht? Ich begleite diesen Artikel ein kleines bisschen. Und ich war bei Klaus Bachmann in der Redaktion. Zufällig traf ich dort auf diesen Stapel Papier. So sah es bei ihm letzte Woche aus. Und Sie können jetzt schon mal gucken, da zoomen wir mal so ein bisschen ran an diesen Artikel. What makes the sun shine? Und da hat er was eingekreist. Und da bin ich gleich drüber gestolpert, nämlich Milestone. Also da ist eine Geschichte auf seinem Schreibtisch gelandet, die hat er ganz nach oben gepackt. Die Sonne ist relevant für uns alle. Wichtiges Thema, alle sind davon betroffen. Was macht, lässt sie denn wirklich scheinen? Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage, da könnte man darüber philosophieren. Und es gibt offensichtlich eine Studie, die irgendwie einen Milestone herausgefunden hat. Das hat er da eingekreist. Und das sozusagen ist, so arbeiten Journalisten, die kreisen sich genau diese Begrifflichkeiten ein, wenn es relevant ist, nach diesem Filter wird dort herausgesucht. Sie wissen also jetzt schon, irgendwann im September erscheint möglicherweise ein Geo, in dem dann eben etwas über die Sonne steht. Also das erzählen Sie jetzt nicht weiter und die Zuschauer zu Hause und in der Schweiz auch bitte dort einfach wieder löschen diesen Beitrag. Aber das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn Sie in Ihre Pressemitteilung Begrifflichkeiten hineinschreiben wie, es handelt sich hierbei um einen Milestone oder um eine bahnbrechende Erkenntnis oder wir müssen völlig umdenken oder große Auswirkungen auf oder neue Erkenntnis, sowas in die Richtung, dann haben Sie eine große Chance, dass Sie bei den Journalisten ganz oben landen und Ihre Themen auch platzieren können. Schreiben Sie nicht alles rein. Nicht alle diese Begrifflichkeiten in einer Pressemitteilung verwenden und auch nicht in jeder Pressemitteilung. Das merken die Journalisten dann auch, das ist dann irgendwie nicht. Also bei der, die potenzielle Entwicklung der Population von Maulwürfen oder angesichts des Klimawandels im Hochland von Schottland und das ist eine völlig neue Erkenntnis, bedeutet nicht, dass automatisch über ihr Maulwürfe berichtet wird. Also, denn wichtig ist sozusagen, dass es eine beantwortete Frage gibt, die sozusagen auch in den richtigen Kontext passt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel dafür geben. Zum Beispiel haben Sie vielleicht eine tolle Studie gemacht, die da heißt, Neonfische werden im Amazonas durch den Klimawandel schwarz-weiß. Das könnte ja möglicherweise so ein Ergebnis einer interessanten Studie sein. Also ich zeige Ihnen das mal, wie das dann aussieht. So sind die dann schwarz-weiß. Und jetzt haben Sie aber das Problem, dass Sie diese Erkenntnis natürlich jetzt gerne auch veröffentlichen möchten. Das ist für Sie eine ganz besonders relevante, Sie haben da jahrelang dran gearbeitet. Und jetzt ist aber draußen gerade blöderweise eben genau dieser Schneesturm. Und heute gibt es nur ein einziges Thema, nämlich den Schnee. Dann werden Sie mit Ihrem Amazonas-Thema scheitern. Sie kommen überhaupt nicht durch. Sie kommen nicht mal bis in die Redaktionskonferenz. Weil es nämlich an dem Tag nur darum geht, dass irgendein anderer Wissenschaftler, ein Meteorologe sagt, das ist nun der schlimmste Schneesturm seit der Entdeckung Amerikas. Oder es ist nun, wir rechnen noch mit einer weiteren Verschärfung der Lage. Oder möglicherweise, wenn Sie es ein bisschen differenzierter darstellen wollen, das Risiko dieser Wetterereignisse nimmt dem Klimawandel aber tendenziell eher ab. So, solche Beiträge können Sie dann bringen, damit kommen Sie mit Ihren Klimathemen, abhängig von dem, was gerade diskutiert wird, in die Medien. Und können Ihre Themen dann platzieren. Irgendwann kommt aber dann, lassen Sie die Nachricht liegen, der trockengefallene Amazonas. Und wenn der dann kommt, dann sind Sie wieder im Geschäft. Warten Sie einfach eine Zeit lang. Lassen Sie die guten Sachen, die Sie erarbeitet haben, mit viel Mühe, lassen Sie sie liegen. Warten Sie auf den richtigen Moment. Mit der Presseabteilung abstimmen und dann im richtigen Moment eben diese Nachricht herausgeben. Dann haben Sie eine große Chance, dass Sie damit auch in die Medien kommen. Eine Redaktion arbeitet üblicherweise so. Morgens trifft man sich erstmal. Diese Zeitungen haben alle erstmal eine komplett weiße Seite. Die haben nichts am Morgen, gar nichts. Sie haben morgens sozusagen was auf dem Schreibtisch liegen, an dem Sie am Torvortag gearbeitet haben. Viele Zeitungen haben das nicht. Die fangen morgens weiß an. Die Nachrichtensendungen haben morgens erstmal gar nichts, also für die Abendsendung. Und dann fängt man an, das alles aufzuarbeiten, Material zu sammeln. Das erste ist die Themenfindung. Dann gibt es Redaktionskonferenzen. Die sind von den Radiosendern und von den Tageszeitungen und von den Medien im Fernsehen unterschiedlich terminiert. Aber klassischer Zeitraum ist so 9:30. Dann trifft man sich zur großen Redaktionskonferenz. Da findet die Themenauswahl statt. Was machen wir denn heute? Was ist relevant? Wozu haben wir Bilder? Haben wir eine Geschichte? Haben wir jemanden, den wir interviewen können? Hat jemand noch was anderes dazu gesagt? Tolle Sache, wenn Sie eine Studie herausbringen wollen und Sie haben noch mal jemanden anders, der am zeitgleich abgestimmt noch mal dazu irgendwas sagt. Kommen Sie aus zwei Kanälen auf den Schreibtisch. Dann steigern Sie die Chancen ganz erheblich, dass Sie in diesen Konferenzen sehr weit nach oben kommen. Dann beginnt die Recherche an dem Thema.
Es werden O-Töne gesammelt und Zitate eingesammelt, die Umsetzung des Artikels erscheint und somit ist dann die Tageszeitung dann irgendwie gefüllt. Auf Ihrer Seite mag es ganz anders aussehen. Sie haben Ausschusssitzungen zum Thema Umstrukturierung, dann gibt es Arbeitsgruppentreffen, dann gibt es Studentenbetreuung, es gibt Forschungsanträge, die bearbeitet werden müssen, wissenschaftliche Artikel müssen verfasst werden und ein Vortrag soll auch irgendwie noch vorbereitet werden und irgendwie zwischendurch finde ich auch noch ein bisschen Forschung statt. Also Sie haben sozusagen einen gänzlich anderen Ablauf und diesen Druck sozusagen jeden Tag von 0 auf 100, diese ganze Zeitung voll zu machen, das ist ein Albtraum, ein hoher Stressfaktor und Sie wollen mit diesen Kollegen meistens nicht tauschen, das ist gar nicht so angenehm. Die Sprache ist enorm wichtig, die da draußen stattfindet, die Frage der Formulierung. Journalisten erwarten eigentlich eine klare Formulierung, sie wollen es alles kurz haben. Sie wollen es plakativ haben und Sie wollen es möglichst emotional haben. Auf der anderen Seite ist es eher ein bisschen anders. Eher ein bisschen relativierend, differenziert, kompliziert und rational. Das ist ein offensichtlicher Gegensatz. Und das ist ein kommunikativer Gegensatz, den man verstehen muss. Also warum auch sozusagen das Gegenüber in den Medien etwas anderes von der wissenschaftlichen Seite erarbeitet. Also nehmen die Hochwasser in Sachsen zu. Es kann sein, dass es schlimmer wird. Es kann auch sein, dass es nicht so schlimm wird. Die Risikoanalyse legen wir dem Abschlussbericht bei. Das ist vorhin so gefallen. Und das fand ich ganz toll. Das habe ich gleich mit reingeschrieben. Weil es... mit dieser Aussage sind Sie auf dieser Seite genau richtig. Aber am Journalisten erreichen Sie damit nicht. Der möchte nämlich ganz konkrete Informationen haben. Und wenn Sie dann sozusagen... torpediert werden von draußen, das passiert immer wieder, dann gibt es eben Klimaleugner, die dann einfach sagen, bis zum Ende des Jahrhunderts wird es genau 1,5 Grad wärmer und kein bisschen mehr. Punkt. Das ist wissenschaftlich totaler Unfug und Sie haben keine Wahrscheinlichkeiten und gar nichts dazu beigetragen. Aber Sie erfüllen sozusagen diese Kriterien. Und deshalb sind Klimaskeptiker und Klimaleugner immer wieder erfolgreich. Die bringen nämlich einfach eine plakative Aussage. Die behaupten das einfach und ist auch völlig egal, ob es stimmt oder nicht. Also da draußen gibt es Meteorologen, die eigentlich in Lummerland auftreten müssten, also die sogenannten Scheinmeteorologen. Sie kennen die Scheinriesen, also je dichter man rankommt, umso kleiner werden sie. Gibt es in der Meteorologie auch und die behaupten dann zum Beispiel schon mal jetzt genau zu wissen, wie der Sommer wird. Da steht eine ganz große Schlagzeile, Sommer wird total verregnet. Können Sie sagen, ist totaler Quatsch. Ja, wir alle hier im Saal würden sagen, was für ein ganz grober Unfug. Ja, aber der steht erstmal damit in der Zeitung. Da arbeiten wir jeden Tag daran, dass das nicht passiert. Da müssen Sie auch mit den Kollegen bei der Bild-Zeitung und bei den Medien immer wieder sehr lange diskutieren, dass diese Kollegen eben nicht ständig zitiert werden. Aber die erfüllen eben erstmal dieses Raster. Ja, die liefern einfach genau diese Zitate. Klimawandel. Auch Klimawandel ist auch so ein furchtbarer Begriff. Klimawandel ist, Herr Grassel, Sie hatten gestern gesagt, eigentlich ganz positiv tituliert. Es ist ambivalent, finde ich. Es ist nämlich so, dass einige Wandel sehr positiv finden und andere nicht. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ein Teil der Gesellschaft findet Wandel immer gut, wenn er zum Besseren führt. Der andere Teil, und das ist der zweite Teil, die möchten bewahren. Und deshalb gehört das Klimabewahrungswort nämlich eigentlich genau dazu. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Und die sind eben nicht schwarz und weiß, sondern die sind ineinander unglaublich differenziert. Wenn nämlich ein Klimawandel stattfindet zum Besseren, dann ist ja alles gut. Aber wenn ich das schlechte Wetter bewahren möchte, ist das irgendwie auch blöd. Also schauen Sie sich das mal an. Das ist sozusagen gar nicht so alt. Links sehen Sie die durchschnittlichen Tage mit über 30 Grad in Hamburg. Das sind so ungefähr 6 in der Innenstadt, da wo es in den Ballungsräumen ein bisschen mehr ist. Und das ist das Jahr 2050, da haben Sie fast eine Verdoppelung. Das ist dann etwas, was man wissenschaftlich auch gut kommunizieren kann. Bis 2050 werden sich die Hitzetage in Hamburg ungefähr verdoppeln. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was daraus werden kann. Dann ist es hier ungefähr so warm wie in, ja, so ungefähr wie in Freiburg ungefähr. Ja, Freiburg ist ja ganz schön, da war ich schon mal, das ist schön warm. So, endlich öfter Sommer. Sommer in Hamburg werden schön wie in Freiburg. So, und dann sagen Sie, ja, das wollte ich ja gar nicht sagen. Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Das geht in die völlig falsche Richtung. Also das ist total, also so können Sie es nicht sagen. Und dann ruft man nochmal beim Journalisten an und sagt, das geht so überhaupt gar nicht. Aber weil er die Headline so schön findet und man eben ausdrücklich klar gemacht hat, dass man das so da aber nicht möchte, rudert er so ein kleines bisschen zurück und man sagt öfter Sommer und hinten hängt dann ein Fragezeichen dran. Ja, so. Journalist sagt, ja, jetzt ist es doch offen. Jetzt ist das doch gar nicht mehr so klar. Aber die Headline, ist die Botschaft ist immer noch dieselbe. Und das erlebe ich jeden Tag, wenn ich mit den Kollegen spreche, die dann die Nachrichtensendungen moderieren. Wir machen dann das Wetter. Und dann rufe ich die nette Kollegin an. Und es ist ganz häufig so, dass sie dann sagen, oh Mensch, Frank, es waren ja schon 20 Grad heute, jetzt so im März. Aber es ist eigentlich immer noch so ein bisschen zu kalt.
das persönliche Zwei-Grad-Ziel von Moderatorinnen liegt durchaus noch ein bisschen höher. Das sind durchaus so 22, 23 Grad. Also insofern, die Öffentlichkeit bekommt nämlich häufig kalte Füße und die finden es auch schön, wenn es im März dann eigentlich ein bisschen angenehmer ist. Ein bisschen angenehmer ist gar nicht so schlecht. Dass man damit aber sozusagen einen echten Kommunikationskonflikt hat. Denn wir sagen denen die ganze Zeit, das ist aber gar nicht gut. Und dann heißt es, jetzt will uns die Klimaforschung die schönen Wettertage wegnehmen. Das ist aber auch gar nicht schön. Also Sie sehen, es ist ganz ambivalent und ausgesprochen sensibel zu behandeln, dieses Thema. Ganz großes Kommunikationsproblem, das dann noch auf uns zurollt, jetzt gerade so richtig beginnt, aber es wird noch viel schlimmer, ist 1961, 1990. Wenn Sie in den Bezügen Ihrer Zahlen, und die WMO hat das ja, glaube ich, mal empfohlen, zu sagen, alles in der Kommunikation beziehen wir möglichst auf 61, 90, damit immer jeder auch gleich genau weiß, auf was wir das jetzt eigentlich beziehen, wenn wir sagen, dieser April war 3 Kelvin wärmer als normal. Dann funktioniert das eigentlich so. Jetzt ist es aber so, dass 81 2010 und vor allen Dingen demnächst 91 2020 ganz gewiss aufs Tableau kommen. Und das findet schon jetzt statt. Ich hatte vor einem halben Jahr eine lange Diskussion mit einem Bild-Zeitungsredakteur, den ich gut kenne, und der hat mich Folgendes gesagt. Frank, sag mal, wenn ich mir jetzt mal diesen Dezember angucke da, der war ja eigentlich völlig normal, so jetzt mal in Bezug auf 81 2010 war das so. Ich habe ihm gesagt, nee, der war eigentlich zu warm. Schau mal auf 61, 90 und damit vergleichen wir eigentlich international, war es eigentlich zu warm. Ja, sagt er, ja, aber das ist ja lange her, nicht? Also das können wir ja so nicht, also das ist ja, ich meine, pff, da lebt ja keiner mehr. Also das, nee. Sagt, wir machen das mal jetzt ab sofort so, wir machen jetzt mal Bezug 81, 2010. Was findet damit statt? Der Klimawandel ist medial eliminiert, den gibt es nicht mehr. Plötzlich ist nämlich erstmal alles normal. Und das wird noch verstärkt, wenn wir 91 2020 haben werden. Das kommt auf uns zu. Da kommt ein riesen Kommunikationsproblem auf uns zu, weil in den Medien nämlich plötzlich das, was wir immer als sehr warmen Sommer tituliert haben, jetzt plötzlich normal oder sogar ein bisschen zu kalt ausfällt. Und da müssen wir uns überlegen, wie wollen wir damit umgehen in Zukunft. Wollen wir uns in Zukunft weiterhin auf 61, 90 kaprizieren? Oder sagen wir, gut, dann machen wir jetzt einen Break und wir müssen eben ja, die nächsten 30 Jahre lang damit leben, dass erst einmal ganz viele Sommer oder ganz viele Jahreszeiten völlig normal oder zu kalt ausfallen werden, was die Statistik angeht. Da steckt ein ganz großes Kommunikationsproblem drin. Und die Unterschiede liegen eben ganz häufig in der Wertung. Ein ganzer Fluss unter Wasser, Niederschlagsrekord in Deutschland. So, das ist doch nicht normal, oder? Ja, das ist so eine klassische Frage und die klassische Antwort, das ist völlig normal. Das ist nämlich ein sogenanntes Erinnerungshochwasser. Habe ich heute auch schon gehört, habe ich gleich mal eingebracht. Das kommt jetzt alle zwei Jahre. Ich finde Erinnerungshochwasser übrigens einen ganz großartigen Begriff. Ich werde ihn bei irgendeiner der nächsten schalten, wenn das Wasser mal wieder so richtig hoch ist. Wir Sturmflut haben in Hamburg, dann ist das alles, na Sturmflut ist was anderes, nicht? Aber Elbehochwasser vom Unterlauf her, vom Oberlauf her, dann würde ich glaube ich mal sagen, das ist ein Erinnerungshochwasser. Das finde ich einen ganz tollen Begriff. Ich weiß nicht, ob da jemand jetzt Rechte dran hat, aber... Ich finde, der Begriff ist sehr schön. Also sehr plakativ, sehr anschaulich und damit kann man sozusagen den Leuten gleich wieder klar machen, worum es geht. Also finden Sie genau diese Begrifflichkeiten und gehen Sie mit genau diesen Begrifflichkeiten in die Öffentlichkeit. Da fangen die Leute an, drüber nachzudenken und sagen, ja stimmt, ja, genau, so ein Amnesie-Hochwasser fand ich auch ganz toll. Und das ist ja bei vielen der Leute, die da draußen unterwegs sind, ist das ja ein klinischer Zustand. Das ist ja eine Kombination von Amnesie und Déjà-vu. Das habe ich doch schon mal vergessen, dieses Hochwasser. Also das ist ja etwas, wo man, muss man ja dran arbeiten. Also das ist ja sozusagen so. Also das ist relativ schade. Und häufig kommt dann eben leider statistisch nur raus, es ist bedauerlicherweise nur der nasseste Donnerstagnachmittag in diesem Oktober. Und das wird ein Journalist dann eben nicht bringen. Also manchmal gibt es aber einfach nicht mehr an Substanz, was man da eben rausziehen kann. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt der Eskalation, damit wir auch bald zum Ende kommen. Eskalation ist ein... kann ein Risiko sein der Kommunikation, aber auch eine Chance. Nämlich tatsächlich das eigendynamische Aufsetzen des Journalisten auf ein Thema. Wenn ein großes Medium angefangen hat, ein Thema zu bearbeiten, dann ist es ganz häufig so, dass alle anderen Medien mitziehen. Und deshalb suchen Sie sich für Ihre Kommunikationsarbeit erst einmal ein möglichst starkes Medium raus, zu dem Sie vielleicht schon Kontakt haben. Bereiten Sie das mit denen gut vor. Die können auch gern zeitlichen Vorsprung haben von 2-3 Stunden. Sie sprechen mit denen auch tatsächlich ab. Passt mal auf, wir bringen unsere Pressemitteilung morgen früh um 9 raus. Reicht euch das? Jawohl. Und dann haben die das um 9 Uhr schon Punkt alles fertig. Und die anderen Kollegen fangen dann an, mühevoll schnell zu arbeiten, wir es auch unbedingt haben wollen. Aber Sie haben es auf dem einen Medium erstmal gesetzt drauf und die anderen fangen an, hinterher zu rennen. Bei den guten Geschichten funktioniert das hervorragend. Kann man gut machen, wenn man eben guten Kontakt auch mal zu dem einen oder anderen Journalisten hat. Übertreibung kann kontraproduktiv sein, ist aber sozusagen in der Kommunikation grundsätzlich veranlagt. Warum ist das so? Weil die Nachrichten sich abarbeiten und abnutzen.
Also beispielsweise, je nachdem, wie wir uns verhalten, erwarten wir bis zum Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung der globalen Lufttemperatur zwischen 1,5 und 6 Kelvin gegenüber der vorindustriellen Zeit. Die erste Reaktion, wenn Sie das einem Journalisten sagen, sagt, ja, das hatten wir schon, das ist irgendwie auch nicht so richtig griffig und irgendwie habe ich es auch schon mal gehört. Sondern versuchen Sie es kürzer zu machen. Wenn die Entwicklung genauso weitergeht, werden die Folgen dramatisch sein. Sie können es also nochmal so ein bisschen anheben, ja, so ein bisschen eskalieren. Auch da wird dann irgendwann, weil das ja alles schon dreimal da gewesen ist, der Journalist sagen, ja, hatten wir irgendwie auch schon, aber vielleicht kann man es irgendwie kürzer sagen. Und Herr Schellenhuber hat dann einmal gesagt, die Menschheit ist auf dem Weg zur ungewollten Selbstverbrennung. Ja, aber der Journalist sagt, ja, das ist jetzt, da habe ich jetzt ein Bild, das kann ich mir vorstellen, kann ich schreiben. So, aber das ist sozusagen, da ist die Kommunikation an der Kippe. Ja, Sie überziehen es so weit, dass Sie zwar medial wieder wahrgenommen werden, aber natürlich, wenn Sie es zu weit ziehen, bekommen Sie natürlich auch Gegenwind. Natürlich ist es so, wenn Sie so einen weiten Schritt machen und sagen, jetzt habe ich mich so weit auf die Medien zubewegt, um dann denen auch ein tolles Bild zu geben, dann ist das möglicherweise so, dass Sie im Netz sofort zerrissen werden. Da heißt es dann Verschwörung und so. Das ist, deshalb muss man mit diesem Thema da sehr vorsichtig umgehen. Ich kann Ihnen mal zeigen, wie so ein Gegenwind aussehen kann. Der findet tatsächlich, solche Gegenwinde finden statt. Ist noch gar nicht so lange her, 30. Dezember 2015. Da gab es folgende Meldung. Die Wetterkapriolen zum Jahresende nehmen immer größere Ausmaße an. Es könnte am Nordpol extrem warm werden, mehr als 40 Grad wärmer als sonst. Es folgte die dpa-Meldung. Ein Supersturm von historischem Ausmaßen und Werten, der Nordpol mit Temperaturen von bis zu 50 Grad über die Normalwerten. Das Ganze hat der amerikanische Wetterdienst, der NOAA, verkündet und es stand in der Washington Post mit nie dagewesenen Werten von 950 Millibar ist da ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik unterwegs und das schaufelt jetzt diese Warmluft bis da nach oben, unfassbar groß. Und das alles hat die Washington Post geschrieben. So, das schreibt die Washington Post in Anlehnung an irgendein Gespräch mit einem Wissenschaftler der NOAA. Das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist, diese Pressemitteilung geht um die ganze Welt. Nicht nur die dpa hat das gedruckt. Da steht sofort in allen Medien drin, weil es ja unglaublich, 50 Grad wärmer als normal, das ist ja unfassbar. So, dann lesen Sie das morgens. Ich habe das morgens gelesen. Ich dachte, ich falle vom Stuhl. Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Das ist die Bild-Zeitung dazu. Ja, ich brauche das gar nicht zu kommentieren. So, bis zu 50 Grad wärmer als normal. Unfassbar, das ist ja alles nicht. Das gibt es ja gar nicht. Sie haben das verstanden, nicht? Das ist alles ersetzt durch, das gibt es ja gar nicht. So, was findet dann statt? Dann finden irgendwie Dialoge statt. Ich habe bei dem Redakteur angerufen, der dieses Ding verzapft hat. Ich habe mit dem Korrespondenten in den USA telefoniert und gesagt, wie irre seid ihr eigentlich? Fragt doch erst nochmal vielleicht eure Experten. Es gibt genug Leute, die man nochmal fragen kann, bevor man sowas einfach mal druckt und die Welt schickt. Und wissen Sie, was der Redakteur, der leitende Redakteur in der deutschen Presseagentur, das ist ja nun nicht etwas, wo Sie sagen würden, das ist jetzt unseriös 30% Bild, sondern es ist ja eher so 80% relativ respektable Anerkennung. Der hat zu mir gesagt, nun, Herr Böttcher, ich habe das jetzt gerade nochmal verifiziert und wir haben tatsächlich auf Spitzbergen 10 Grad. Gesagt, ja, Spitzbergen, das ist eigentlich ziemlich echt, das ist total der Nordpol. Da haben Sie auch völlig recht, habe ich bisher auch gar nicht mitgekriegt, aber natürlich, Spitzbergen liegt wirklich direkt, das können Sie sofort so nehmen, das ist natürlich exakt der Nordpol. Natürlich hat er überhaupt gar keine Ahnung von Meteorologie und hat dann einfach mal raufgeguckt und um seine falsche Aussage dann noch zu verifizieren, hat er sich noch falsche Daten besorgt. Also es wurde eigentlich immer schlimmer. Wir haben dann eine Gegenpressemitteilung rausgebracht, wir haben der Bild-Zeitung eine Pressemitteilung geschrieben. Sehr netterweise sind die Kollegen des Deutschen Wetterdienstes auch gleich mit auf den Zug aufgesprungen, dann ist es hilfreich, dass man sich kurz mal abstimmt. Und wir haben dann gemeinsam sozusagen jeder von zwei Seiten nochmal Pressemitteilungen rausgegeben und gesagt, es werden keine 50, es werden 30. Und das hat dann auch die Bild-Zeitung verstanden. Sehen Sie mal, das ist sozusagen hier 12.32 Uhr, also das war das Screenshot, den habe ich früher gemacht. Und 12.50 Uhr, also 20 Minuten später, als dann die Pressemitteilung da über den Ticker gegangen ist von uns, da waren es dann nur noch 30 Grad. So, da haben wir schon ein bisschen dran gearbeitet. Ist, finde ich, auch noch eine Headline, kann man auch noch ersetzen durch, das gibt es ja gar nicht. Aber insofern, das ist dann eben die mühevolle Arbeit, die wir da ständig machen. Also vielleicht ein kleines Stückchen verstanden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar, Frank. Ganz herzlichen Dank für diese Kopfwäsche, möchte ich mal sagen, die außerdem maximal unterhaltsam war. Ich denke, wir sollten Fragen oder so etwas durchaus noch zulassen, trotz der fortgeschrittenen Zeit, wobei an sich die Botschaft eine sehr klare ist. Und wenn keine Fragen mehr sind, Frank Böttcher ist ja noch einen Moment hier. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Wunderbar.